Hi, hier ist der Jakob. Auch diese Woche werden wir uns wieder mit Creo Elements beschäftigen, ein paar neue Funktionen kennenlernen und unsere Fähigkeiten mit diesem Programm weiter ausbauen. Los geht's! Wir befinden uns hier in der Programmoberfläche von Creo Elements, das habe ich einfach schon mal aufgemacht, um euch das Teil zu zeigen, das wir diese Woche gestalten werden. Und zwar werden wir uns diesen schönen Winkelmesser mit Zentimetermaß vornehmen. Da kann ich euch nämlich einige verschiedene neue Funktionen zeigen. Um jetzt wirklich damit arbeiten zu können, starte ich erstmal eine neue Sitzung. Ja, meine Daten können ruhig verloren gehen, ich habe das ganze Modell schon abgespeichert, schon längst. Wir fangen wie immer auf unserer Arbeitsebene A1 an. Die klicke ich an und ich möchte beginnen, eine Linie bzw. einen Bogen zu zeichnen. Klicke erst wieder irgendwo in den Raum, ziehe die Linie ein bisschen breit und jetzt erinnert ihr euch noch, ich muss einmal die Tab-Taste drücken, damit ich den Wert festlegen kann für diese Länge. Gebe jetzt hier zum Beispiel eine Länge von 100 ein, Enter und jetzt muss ich das Ganze noch mit einem Mausklick bestätigen. Ich möchte jetzt keine zweite Linie zeichnen, drücke also die Escape-Taste oder ihr könnt auch hier oben den grünen Haken noch betätigen, dann schließt sich diese Maske und dann habt ihr die Linie erstellt. Wir gehen auf das Bogentool und hier könnt ihr verschiedene Bögen auswählen. Wählt bitte den Bogen aus, der mit drei Punkten erstellt wird. Wenn ihr jetzt so etwas habt wie zum Beispiel die Bogenerstellung oder irgendwelche anderen Tools, die manchmal mehrere Klicks oder mehrere Schritte erfordern, dann seht ihr immer hier unten links in der Ecke, was er jetzt gerade von euch haben will. Er sagt mir jetzt zum Beispiel, er möchte den Anfangspunkt des Bogens haben. Also gehe ich jetzt hier auf den Anfangspunkt meiner Linie, klicke dorthin. Und jetzt seht ihr, da unten hat es sich geändert. Er möchte jetzt den Endpunkt des Bogens haben. Also gehe ich einfach jetzt hier nach rechts und klicke hier hinten wieder auf meine Linie. Und dann habe ich schon die gesamte Länge des Bogens festgelegt. Und jetzt kann ich, wenn ich die Maus einfach bewege, den Bogen selbst festlegen. Und wir haben auch hier wieder so einen Objektfang, und zwar, wenn wir einen 180-Grad-Bogen haben, wo dann der Radius auch 50 mm beträgt, weil wir haben ja vorher 100 mm gemacht, dann snappt das hier so ein bisschen fest und dann können wir einfach mit Linksklick bestätigen. Und schon haben wir unseren Bogen. Grünen Haken oder Escape-Taste, um wieder aus der Maske rauszukommen. Wir haben jetzt unseren Grundkörper erstellt, allerdings möchte ich nicht, dass das jetzt in Vollmaterial einfach extrudiert wird. Ich möchte, dass in der Mitte ein Loch mit genau der gleichen Form wie dieser Außenform jetzt entsteht. Das könnte ich jetzt machen, indem ich mit dem Linie-Bogen-Tool und mit dem 3-Punkte-Bogen genau das gleiche nochmal erstelle und dann Referenzen auf die Eckpunkte setze und das Ganze dann dementsprechend kleiner mache. Das ist hier schon einigermaßen aufwendig, aber wenn eure Formen etwas komplizierter werden, zum Beispiel ihr wollt irgendein Polygon haben oder ihr habt einen schönen Stern gezeichnet oder ähnliches und ihr wollt dann ein Loch in der Mitte haben, was genau die gleiche Form hat, dann wird das teilweise sehr, sehr zeitaufwendig, das Ganze nachzuzeichnen. Das machen wir nicht. Wir benutzen dafür ein Tool, das uns zur Verfügung gestellt wird, nämlich das Äquidistanten-Tool. Das findet ihr hier oben unter Zeichnen. Und da klickt ihr jetzt einfach erstmal rauf. Zuallererst möchte das Äquidistanten-Tool von uns wissen, ihr seht, hier geht wieder wie immer diese kleine Maske auf. Es möchte erst einmal wissen, welche Geometrien wir überhaupt dafür verwenden wollen. Da möchte es einen kompletten Linienzug haben. Ich klicke jetzt einmal den Bogen an und ich klicke unten die waagerechte Linie an und schon seht ihr, das Ganze wird grün markiert und er weiß, okay, das möchte er jetzt als Äquidistante dann neu erstellen. Wir geben jetzt einen Abstand ein, zum Beispiel 10 mm in dem Fall, bestätigen mit der Enter-Taste und jetzt sehen wir, dass Creo Elements das Ganze nach außen erstellt hat. Das Grüne ist immer eure ursprüngliche Linie oder euer Linienzug und das Blaue ist der neue Linienzug, der jetzt entstehen möchte. Das ist jetzt leider genau falsch rum. Das heißt, ganz einfach, wir machen nicht 10 mm, sondern minus 10 mm. Und ihr seht, der blaue Bogen hat sich nach innen verschoben. Wir bestätigen das Ganze mit dem grünen Haken und schon haben wir unsere Grundform der Schablone erstellt. So, jetzt wollen wir das Ganze wieder in einen Körper extrudieren. Also klicken wir auf Ziehen. Wir haben nur diese eine Arbeitsebene, deswegen müssen wir gar nicht erst richtig auswählen, welche Arbeitsebene wir haben. Er weiß es automatisch. Wir klicken auf Ziehen
und geben einen Abstand von zum Beispiel 5 mm ein. Ich kippe das Ganze immer erstmal nochmal seitwärts, um zu gucken, dass er mir auch das in die richtige Richtung erstellt. Wunderbar, sieht alles gut aus, also mit dem grünen Haken wieder bestätigen. Und damit haben wir auch schon unseren Grundkörper. Wir haben jetzt unseren Grundkörper erstellt, aber ich möchte nicht, dass das so ein richtiger Block hier außen ist, sondern ich möchte, dass das Ganze eine schöne Phase bekommt. Wir klicken also, erstmal stelle ich mir das Ganze wieder senkrecht auf meine Arbeitsebene und dann klicke ich auf das Phasentool. Er möchte zuallererst wissen, was wir da überhaupt machen wollen. Wollen wir jetzt eine Abstandsphase haben oder eine Abstandsabstandsphase oder eine Abstandswinkelphase? Abstandsphasen bedeutet immer, dass wir einen Abstand angeben, zum Beispiel 5 mm. Und wenn wir jetzt 5 mm machen, dann wird er 5 mm tief reingehen und eine Phase von 45 Grad erstellen. Ich will jetzt aber keine Phase von 45 Grad haben, ich möchte eine mit einem ganz bestimmten Abstand haben. Und zwar nehme ich jetzt hier die Abstand-Abstandsphase. Da sage ich ihm, der erste Abstand ist 5 mm und der zweite Abstand ist 10 mm, weil ich das über die gesamte Breite dieser Schablone hier haben möchte und dann über die Höhe von 5 mm. Manchmal vertut man sich, dafür gibt es dann auch den Wertetauschen. Also wenn ich jetzt merke, ich habe die falsch rum angetragen, die 5 und die 10 müssen vertauscht werden, dann gibt es hier direkt diesen Wertetauschen-Button. Schauen wir mal, ob ich richtig rum gemacht habe. Und wie ihr seht, habe ich natürlich genau falsch rum angesetzt. Also Werte tauschen und schon sieht unsere Phase sehr, sehr schön aus. Das gleiche machen wir jetzt hier oben und dann haben wir schon mal den Grundkörper mit der Phase fertig erstellt. Wunderbar. Ihr seht, ich habe die Arbeitsebene noch nicht gelöscht. Die werde ich auch gleich nochmal direkt verwenden, deswegen habe ich sie jetzt noch nicht rausgenommen. Wundert euch nicht, hier oben haben wir wieder das gleiche Spiel, was wir schon einmal haben. Wir haben eigentlich unseren Kreisbogen, unser Körper wird hier aber mit geraden Linien angezeichnet. Das ist einfach nur, um Rechenleistung zu sparen, da ja Kreise und runde Kanten im Prinzip aus unendlich vielen Punkten und unendlich vielen Geraden im Prinzip, unendlich kleinen, unendlich vielen Geraden bestehen. Und da ist es einfacher, das jetzt in so einer vereinfachten Form darzustellen. Ich drehe mir den Körper auf die Rückseite, da ich da jetzt noch unsere Linien drauf zeichnen möchte. Ich drehe mir das Ganze erstmal wieder senkrecht zur Arbeitsebene, drehe es dann rum. Vergesst nicht, mittlere Maustaste drücken, also euer Mausrad. Und wenn ihr rechtsklick drückt und gedrückt haltet, dann könnt ihr den Körper verschieben. Wir befinden uns jetzt auf der Rückseite des Körpers und jetzt möchte ich noch die Striche für das Zentimetermaß und auch die Striche für das Winkelmaß antragen. Ich werde dazu Rechtecke verwenden, da wir dann immer gleich einen kleinen Strich machen können. Und jetzt möchte ich zuallererst schon eine Vorüberlegung anstellen. Und zwar, wie klein kann ich die Striche überhaupt machen? Ich möchte natürlich nicht ein riesen Rechteck da einfach nur hinsetzen und dann ist es viel zu breit, um das irgendwie zu benutzen mit einem Bleistift oder so. Ich weiß, mein Ultimaker hat eine Düse von 0,4 mm. Also kann ich diese Rechtecke 0,4 mm breit machen, dann zieht er genau einen Strich da lang und dann sieht die Linie sehr schön aus. Ich nehme mir das Rechteck. Wenn ihr jetzt natürlich einen anderen Druck habt, dann mit einer anderen Düse drauf, dann nehmt natürlich die entsprechende, vielleicht eine 0,3er oder eine 0,5er, was auch immer ihr drauf habt. Ich nehme mir das Rechteckstool und gehe jetzt hier erst einmal rechts in die Ecke rein und vielleicht erinnert ihr euch noch an ein vorheriges Tutorial. Um jetzt eine Referenz setzen zu können, weil ich möchte das mit einem ganz bestimmten Abstand haben, drücke ich R. Und jetzt ziehe ich zur Seite. Und jetzt seht ihr schon, da wird ein Wert eingetragen, 10,3 jetzt in dem Fall. Ich möchte aber, dass das Ganze genau, dass dieses Rechteck, was wir jetzt erstellen, dieser Strich, der soll genau in der Mitte von 10 mm liegen. Da wir einen 0,4 mm breiten Streifen machen, muss ich also einen Abstand von 9,8 mm machen, damit er dann in beide Richtungen genau gleich ist. Dass also der Mittelpunkt unseres Rechtecks von der kurzen Kante genau auf den 10 mm liegt. Also 9,8, nicht vergessen, Dezimalkommas sind hier Punkte, also 9,8, wir bestätigen mit Enter. Dann können wir klicken und unser Rechteck erst einmal großziehen, noch nicht klicken, Tab drücken. Das ist jetzt die kurze Kante, die soll ja bekanntlich 0,4 mm werden. Ich habe jetzt ein Komma eingetragen, 0,4 mm. Und die andere Länge machen wir einfach zum Beispiel mal 5 mm. Und dann haben wir hier unser schönes Rechteck erstellt. Ich drücke Escape, damit ich nicht mehr in der Rechtecksmaske drin bin. Da ich jetzt hier diese Linien von unserem Ursprungskörper nicht mehr brauche, klicke ich sie einfach erstmal an und entferne sie einfach mit der Entferntaste, damit sie mir jetzt hier nicht mehr im Weg sind.
Wir haben jetzt unser Rechteck für unseren kleinen Zentimeterstreifen erstellt und wollen den ganzen Streifen jetzt noch insgesamt 9-mal hier unten auf unserem Zentimetermaß haben. Wir könnten jetzt die Rechtecksmaske anwählen, hier unten auf einen Eckpunkt des Rechteckes gehen, Referenz, unseren Wert auswählen, ein Rechteck ziehen und so weiter und so fort. Dauert sehr lange, wollen wir nicht haben. Wir machen das Ganze jetzt mit dem sogenannten Mustertool. Das findet ihr hier oben unter der Maske 2D ändern und unter dem Punkt mehr. Da klicke ich drauf und dann habt ihr hier ganz viele verschiedene Sachen, die ihr anwählen könnt. Und unter der ersten Maske transformieren findet ihr die Option Muster. Da gehen wir jetzt drauf. Und jetzt möchte er von uns zuallererst hier schon mal einige Werte haben. Ich gehe hier ganz oben rein. Er möchte erst einmal wissen, welche Elemente er in dem Muster überhaupt kopieren soll. Da klicke ich rein. Und jetzt klicke ich einfach außerhalb meines Rechtecks irgendwo hin, halte gedrückt und ziehe ein Rechtecksfenster, so dass alle meine vier Linien da drin sind. Die Art des Musters ist jetzt rechteckig ausgewählt. Das ist in unserem Fall richtig. Ihr könnt jetzt zum Beispiel auch rund, dann könnt ihr in einem Kreisbogen oder in einem kompletten Kreis euer Muster erstellen. Oder frei, da könnt ihr dann eine Bahn definieren. Wir bleiben jetzt bei Rechteck, da wir nur waagerecht unsere Sachen kopieren wollen. Er möchte wissen, wie weit jetzt der Abstand immer sein soll von Element zu Element. Waagerecht 10 mm Abstand und senkrecht einen Abstand von 0 mm, weil er ja nicht das Ganze irgendwie noch nach oben verschieben soll. Der Faktor waagerecht ist in unserem Fall jetzt 8, denn wir behalten unser ursprüngliches Rechteck bei und kopieren noch 8 neue dazu. Als nächstes stellen wir den Faktor senkrecht auf 1, damit er nur ein Rechteck in die Senkrechte erstellt. Er soll ja nicht jetzt noch irgendwie das Ganze nach oben weiterhin kopieren. Bevor ihr jetzt bestätigt, vergesst nicht hier oben den Haken bei Element BEH, das steht für Element behalten, dass ihr da den Haken reinsetzt, denn wenn ihr den nicht setzt, dann löscht er euer ursprüngliches Rechteck oder euer ursprüngliches Muster, was ihr jetzt kopieren wollt, weg und erstellt nur die neuen. Aber wir wollen das ursprüngliche ja auch noch behalten. Deswegen Element behalten. Wir bestätigen mit dem grünen Haken und jetzt seht ihr schon, hier wurden unsere neuen Streifen erstellt und das Ganze sieht schon einmal sehr, sehr schick aus. Wunderbar. Jetzt wollen wir das Ganze auch nochmal genauso, wie wir das gerade hatten, für unseren Kreisbogen hier oben für den Winkel erstellen. Dafür brauchen wir erst einmal eine Hilfslinie. Ich gehe auf Linie Bogen und suche mir bei unserem mittleren Rechteck hier genau den Mittelpunkt. Ihr erinnert euch, wenn wir da an irgendwelche markanten Punkte gehen, zum Beispiel an die Eckpunkte oder an den Mittelpunkt, dann seht ihr, dass ein Objektfang entsteht. Da klicke ich einfach mal auf den Mittelpunkt und gehe jetzt mit meiner Linie ganz nach rechts außen und klicke auf den Eckpunkt. Dass ich richtig bin, sehe ich daran, dass ich jetzt hier eine Länge auch von 50 mm habe. Ich habe meine Linie erstellt, bestätige mit Escape, dass ich jetzt aus dieser Maske raus möchte. Wir brauchen diese Linie nicht als Volllinie, es reicht, wenn diese Linie eine Hilfslinie ist. Also klickt diese Linie an. Und ihr erinnert euch, hier auf Geometrie umwandeln. Da klicken wir drauf, damit wir aus unserer Volllinie eine Hilfslinie machen. Und jetzt seht ihr auch, die ist nur noch so gepunktet. Bei euch wird das jetzt vielleicht besser zu sehen sein. Ich zoome mal ein bisschen ran, damit ihr das hier ordentlich sehen könnt. So, jetzt wollen wir noch ein Rechteck für unseren Kreisbogen erstellen. Ich wähle also Rechteck an. Zoome erstmal wieder ein bisschen rein, damit ich hier das ordentlich sehen kann. Gehe auf unseren Eckpunkt und drücke wieder R für Referenz, denn ich möchte auch wieder, dass der Mittelpunkt der kurzen Seitenkante auf diesem Eckpunkt genau liegt. Das heißt, ich drücke jetzt Referenz, R, gehe ein bisschen nach unten und verschiebe das Ganze um 0,2 mm. Und in die zweite Richtung möchte ich es nur um 0 verschieben. Jetzt habe ich es genau andersrum gemacht, also Escape, Rechteck, gehe hier wieder rauf, Referenz, ziehe nach unten, 0 ist richtig in die eine Richtung, in die andere Richtung möchte ich 0,2 haben. Vergesst nicht, Punkt. Bestätige mit Enter, kann jetzt hier hinklicken, ziehe mein Rechteck groß und setze genau die gleichen Werte an, eine Länge von 5 mm und eine Breite von 0,4 mm. Und schon haben wir hier unser Rechteck erstellt. Ich zoome etwas raus, damit wir das Ganze jetzt noch besser sehen können. Mit Escape kommen wir dann wieder aus der Rechtecksmaske hinaus.
Nachdem wir nun alle erforderlichen Skizzenelemente erstellt haben, wollen wir jetzt noch unser Rechteck, das wir jetzt auf der waagerechten Kante seitwärts erstellt haben, das wollen wir jetzt noch einmal im Winkel rumkopieren mit dem Mustertool, damit wir unser Winkelmaß erstellen können. Ich zoome ein bisschen rein, damit ich das Ganze hier ein bisschen besser sehen kann und gehe als allererstes hier oben wieder auf 2D ändern, mehr und gehe auf Muster. Ich ändere zuallererst die Art unseres Musters von rechteckig auf rund. Und jetzt seht ihr auch schon, die Maske hat sich komplett geändert, wir müssen ihm gleich ganz andere Sachen angeben als vorher. Ich gehe auf Elemente und ziehe eine Rechtecksmaske um unser Rechteck herum, habe es damit ausgewählt und jetzt möchte er einen Mittelpunkt von mir haben. Ich schiebe also meine Ansicht ein bisschen nach links und jetzt ändert ihr euch an den Objektfang. Wir möchten jetzt hier den Mittelpunkt von dieser Seite haben. Geht so lange auf der Linie entlang, bis ihr statt eines Punktes ein Rechteck habt. Das seht ihr jetzt bei mir hier sehr schön, ihr seht auch, wie das da richtig hinsnappt und dann klicke ich jetzt hier hin. Als nächstes möchte Creo Elements von uns die Radialrichtung haben. Da gehe ich jetzt hier nach ganz rechts wieder, zoome ein bisschen raus und klicke hier hinten auf den Endpunkt dieser Linie und da klicke ich jetzt zweimal hin. Zack. Er möchte den Winkel von mir haben. Ich muss jetzt bei mir, da ich den rechts habe jetzt dieses Rechteck und das links herum kopieren möchte, muss ich jetzt minus 15 Grad angeben. Normalerweise wäre das richtig rum. Normalerweise müssten wir 15 Grad angeben, weil mathematisch positiv ist gegen den Uhrzeigersinn herum. Wir haben aber unsere Arbeitsebene von vorher genommen und das Teil auf die Rückseite gedreht. Deswegen ist es einmal komplett gespiegelt. Obwohl wir jetzt von unserer Sicht aus das eigentlich mathematisch positiv machen, müssen wir jetzt mathematisch negativ antragen, da wir auf der Rückseite uns befinden und alles gespiegelt ist, also minus 15 Grad. Wir wollen in radialer Richtung nur eine Kopie von 1 und in Winkelrichtung wollen wir 11 Kopien haben, für jede 15 Grad. Wir lassen diesmal Element behalten nicht angewählt, weil wir wollen ja, dass dieses hier am Anfang gelöscht wird, weil da soll dann kein Streifen entstehen. Wir wollen erst ab 15 Grad und dann alle 15 Grad rum soll er uns das erstellen. Wir bestätigen mit dem grünen Haken. Ich zoome raus. Und jetzt könnt ihr sehen, dass das sehr schön geklappt hat und wir hier alles erstellt haben. Ich muss jetzt noch hier reingehen und meine ursprünglichen 4 Linien hier löschen. Einfach jede Linie einmal kurz anwählen. Na, muss ich noch ein bisschen reinzoomen, damit ich die besser anwählen kann. So, die sollen ja nicht mit erstellt werden im Muster. Das sieht soweit schon mal ganz gut aus. So, ich drehe es wieder auf die andere Seite, damit ich jetzt sehen kann, wie das Ganze ordentlich erstellt wird. Vergesst nicht, ihr könnt auch einfach Ansicht aus aktueller Arbeitsebene machen, damit ihr das Ganze wieder von vorne ordentlich seht. Ich drehe es mir ein bisschen, dann sehe ich nämlich gleich die Extrusion, ob die richtig gemacht wird. Wir haben unsere gesamte Skizze schön erstellt und gehen jetzt auf Ziehen. Ich werde jetzt einen Abstand von 3 mm wählen und jetzt sehen wir schon, da macht er irgendwie Quatsch, den wir nicht ganz haben wollen. Deswegen die Operation nicht auf automatisch lassen, sondern geht einfach auf Material hinzufügen und dann seht ihr, dass er dann doch das macht, was wir von ihm wollen. Okay, diese 3 mm Höhe und Gesamtlänge der Rechtecke von 5 mm, die merken wir uns, die werden wir nämlich gleich gebrauchen. Ich bestätige wieder mit dem grünen Haken und schon, Fehlermeldung kann ich jetzt mal kurz ignorieren, und schon haben wir hier unser schönes Muster erstellt. Ich klicke die Arbeitsebene an und lösche sie, wir brauchen sie jetzt nicht mehr. Die sind jetzt hier schon sehr schön angetragen, aber ich möchte diese Streifen nicht so haben, wie die da sind. Die sollen schön glatt auf der Oberfläche von unserem Winkelmesser liegen, also mache ich das Ganze wieder mit einer Phase. Wir gehen also aufs Phasentool und vergesst nicht die Art von Abstand, weil da haben wir einen 45 Grad Winkel. Das würde sich jetzt beißen, da wir auf unserem bisherigen Teil keinen 45 Grad Winkel haben. Und wenn wir jetzt vorher einen wesentlich flacheren Winkel haben und jetzt einen 45 Grad Winkel nehmen, dann sieht das irgendwie komisch aus. Deswegen werden wir das jetzt auch so machen, dass es über die gesamte Breite und die gesamte Höhe einfach abgefasst wird. Also nicht Abstand, sondern Abstand, Abstand. Nachdem wir jetzt Abstand, Abstand angewählt haben, müssen wir jetzt noch unsere neuen Werte eintragen. Ihr habt jetzt noch die Werte von vorhin drin. Die 10er Länge, die wir hatten, das ist jetzt nur unsere 5er Länge.
Und der Abstand 2, das waren unsere 5 mm Höhe, das ist jetzt nur unsere 3 mm Höhe. Wir schauen uns das Ganze mal an und sollte das nicht richtig sein, dann tauschen wir die Werte einfach wieder aus. Ich zoome ein bisschen ran, damit ich hier die richtige Kante auswählen kann und sehe, das sieht schon ganz gut aus. Und jetzt merke ich gerade, dass ich da einen kleinen Fehler gemacht habe. Und zwar möchten wir nicht die ganze Höhe abschneiden, sondern wir wollen jetzt zum Beispiel nur eine Höhe von 2,8 mm abschneiden. Dann sieht das Ganze schon sehr gut aus. Der Winkel gefällt mir noch nicht ganz. Ich ändere das jetzt mal auf 2,7 mm. Das sieht schon wesentlich besser aus. Wunderbar. Okay, und jetzt gehe ich hier einfach einmal im Kreis herum. Wir haben jetzt alle unsere Phasen angewählt. Und das Ganze sieht relativ schick aus an sich. Und lässt sich auch benutzen. Wunderbar. So, damit haben wir unseren Winkelmesser komplett erstellt und haben ihn druckfertig und können ihn dann auf unseren Drucker schmeißen. Wir haben heute das Äquidistanten-Tool und das Muster-Tool gelernt. Prägt euch diese Module gut ein. Es sind zwei Funktionen, die euch das Leben viel, viel einfacher machen, wenn ihr mit CAD-Systemen arbeitet. Sie sparen unheimlich viel Zeit und es sind sehr, sehr mächtige Hilfsmittel, wenn ihr sie ordentlich anwenden könnt und wirklich gelernt habt, wie man richtig damit umgeht. Also übt ihr regelmäßig und versucht sie immer dann zu benutzen, wenn es geht. Sie machen euch das Leben wirklich um einiges einfacher. Das war's auch schon für diese Woche. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vergesst nicht, den entsprechenden Daumen nach oben oder nach unten zu geben, damit euer Feedback auch am Ende bei mir ankommt. Solltet ihr weitere Fragen oder Themenwünsche haben oder euer Feedback weiter ausführen wollen, dann hinterlasst doch einfach einen Kommentar unter diesem Video. Wollt ihr keine der Episoden mehr verpassen? Dann abonniert doch einfach den Channel. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dann.